Am Sportplatz in Grieglach ist es für rund 100 fußballbegeisterte Kinder Ausdauer, Koordination und natürlich eine Menge Spaß. Die Fußballschule Raffel hat sich das Ziel gesetzt, Kids schon im Kindergartenalter an den Ball heranzuführen. In spielerischer Form macht das Ganze natürlich noch mehr Freude. Ja, also ich habe schon früh die Leidenschaft entdeckt, mit Kindern zu arbeiten. Ich habe vor 10 Jahren begonnen. Also wir haben jetzt das 9. Fußballcamp im Mürztal und es macht mir riesen Spaß und die Kids, merkt man, sind mit vollem Eifer dabei, egal bei welcher Witterung. Die Kids sind mit voller Begeisterung an der Sache und finden die Trainingsprogramme hilfreich, aber auch anstrengend. Ist das viel anstrengend? Naja, eigentlich nicht. Naja, weil man Spaß hat, nicht so. Und würdest du das wieder machen? Ja, ich schon. Ja, sicher. Wie sind die Trainer so? Voll gut. Lustig. Ja, voll nett. Was macht sie da so für Übungen? Konditionstraining und Turniere, WM oder Champions League und Trainerspiele. Und am Abschluss dann wir dann zusammen mit den Eltern Spiele machen. Und wie gefällt es euch sonst da? Habt ihr neue Freunde schon gefunden? Ja, viele neue Freunde, so wie Kevin, Simon, Sebastian. Ist es als Mädchen sich schwer durchzusetzen? Bei den Buben schon, weil die wollen immer alles selber machen. Irgendwie. Wie gefällt es dir da? Ja, ganz gut. Wie sind die Trainer? Ja, gut. Was macht ihr da so für Übungen? So Turnier spielen und Match machen. Am wichtigsten bei solchen Trainingsprogrammen ist die Motivation. Übungen, die sich leicht umsetzen lassen und nicht allzu schwer sind, die helfen den Kindern, eine bessere Ballkontrolle zu erlernen. Also ich glaube, dass es wichtig ist, als Vorbild voranzugehen. Also alle Trainer, die jetzt da dabei sind, sind schon jahrelang bei der Fußballschule dabei. Und ich kann mich auf sie verlassen, dass ich die Kinder, eben egal in welcher Ermüdungszustand oder vielleicht in welchem Zustand von der Leidenschaft oder vom Wetter her, sie in der Lage sind, die Kinder immer zu motivieren. Ich glaube, Motivation ist alles. Und vor allem ist es wichtig, Übungen zu finden, wo die Kinder nicht merken, dass sie dabei üben. Und einfach mit viel Spaß die Übungen durchführt. Tolle Musik, herausfordernde Beinarbeit und hilfsbereite, coole Trainer sorgten für eine großartige Woche im Sportzentrum von Grieglach. Und wer da noch weitermachen will, im August gibt es dann dazu in Hinterberg die Gelegenheit.